Mobilier, Monsieur, Dame, Septerne, Sacre de la Chorale. Einen wunderschönen Tag, guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Buch gekauft, Larousse Advanced Dictionary, French, French English, Anglais, Français, und das hat einen Mittelteil, der da heißt Cultural Supplement Cahier Culturel, und es geht um die englische Sprache und ihre Entstehung, Milestones of the English Language, Jalons de la Langue Anglais. Ich hatte vorhin vorgelesen, The Beginning of English, Les Origines de la Langue Anglais, und ich bin jetzt angekommen bei Latin, The Administrative Language of Europe, The Domesday Book, The Huge Survey of England undertaken by William the Conqueror in 1086, aimed to record every piece of land, its buildings, its inhabitants, its livestock, its crops. The document written in Latin, but including a great many local terms and annotations in Old English, remains to this day a valuable source of information for historians and genealogisten sind Sprachkundler. So, dann das Ganze auf Französisch. Le latin, langue de l'administration à travers toute l'Europe. Le Doomsday Book, immense travail cadastral décidé par Guillaume le Conquérant en 1086. Recense la totalité de terres, maisons, habitants, animaux d'élevage et récolte du royaume d'Angleterre. Ces documents rédigés en latin, mais contenant de nombreux termes locaux ainsi que des annotations en vieil anglais, demeurent à ces jours une précieuse source de renseignements pour les historiens et les généalogistes. Und dann gibt es hier ein Foto der historischen Quelle. Kann ich auch noch kurz in die Kamera halten. Was ist das? Das ist auch sehr schön an diesem Buch, dass da Fotos und Abbildungen drin sind und man den historischen Gang nachvollziehen kann. Und da gibt es auch eine Anmerkung zu Transcript of Notes, 12th Century to the Doomsday Book. Also das ist eine Abschrift aus dem 12. Jahrhundert des Doomsday Books. Transcription de Notes, 12e siècle, provenant du Doomsday Book. Und dann steht da 1008. So. In dem Buch wurde wahrscheinlich ein bisschen länger gearbeitet. So, und vielleicht ist das der Stand 1008. Ich weiß es nicht. Im Text wird 1086 genannt. Ja, das sind so. Naja, es geht weiter mit Englisch, Norman, Latin. Anglais, Norman, Latin. So. Tschüss.